Moin Moin, und also wenn das gegen Hannover die beste Halbzeit der Saison war, dann war das gegen Bochum, würde ich sagen, die zweit- oder vielleicht sogar die erstbeste Halbzeit der Saison. Also Bochum musste um diesen Sieg richtig, richtig fighten. Wir haben um den Punkt gekämpft und in der zweiten Halbzeit das Spiel verloren. Oder sagen wir mal, aus zwei Fehlern wurden zwei Tore für Bochum, sodass wir eben nicht mit der 2-0-Führung in die Pause gegangen sind wie gegen Hannover, sondern mit einem 2-2. Und das heißt, der FC St. Pauli hat verloren, aber wie? Wir haben sie lieb. Wir haben sie sehr lieb. Und wir hätten sie ganz, ganz doll gefeiert. Ein riesiges You'll Never Walk Alone hätten sie bekommen von uns. Und ich habe heute mal wieder bei WhatsApp mit Willi und Markus in unserer Chatgruppe gechattet. Und anstatt Worte zu schreiben, habe ich einfach Worte gesprochen. Und die hintereinander 80 kleine Snippets während des Spiels hintereinander geschnitten jetzt. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt. Ich bin immer noch sehr, sehr traurig, dass wir die Jungs nicht feiern konnten, wie sie es verdient haben. Also, liebe Boys and Brown, wenn ihr einmal zuhören solltet, ihr habt euch unsere Zuneigung, unseren Support redlich verdient. Heute war ein tolles Spiel. Das kann man mal verlieren. Ist doof. Ist auch doof, dass man in der zweiten Halbzeit keine richtige Torchance mehr hatte, aber who the fuck? Ihr habt gefightet auf dem tiefen Boden. Man hat gesehen, wie die Körner aus euch rausfielen, weil ihr einfach euch in jeden Scheiß geschmissen habt. Und Bochum war wirklich gut heute. Und wir hatten sie an der Grenze. Wir hatten sie an der Grenze. Ihr hattet sie an der Grenze. Wir waren ja nicht da. Und es gab wohl kaum einen Tag, einen Spieltag, an dem es mehr wehtat, euch das nicht als Kollektiv, als Millerntor zeigen zu können. Denn ich bin genauso überzeugt wie Christian, wenn er twittert, mit einem vollen Millerntor hätten wir das heute noch gewonnen. Mindestens noch ein Tor geschossen. Denn dazu sind wir alle gemeinsam in der Lage. Wenn ihr wollt, hört euch das an. Viel Spaß. St. Pauli. Da fragt man sich, wer der Aufstiegskandidat ist, ne? Auf Holländisch heißt das lecker, lecker Angriff. Das sind die ganz wichtigen Zweikämpfe, die Ziereis und Zwingi auf der rechten Seite da an Nicht-Flanken gewinnen. Da spielt ja auch unsere Offensive 6, Herr Becker. Bin natürlich mit einem klassischen, ich hab ihn nicht, nimm du ihn. Heute sind sie zu zweit, die St. Pauli-Rufer, und machen Wechselrufe. St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli. Was so ein bisschen Pyro vor dem Spiel doch so anrichten kann. Voll Feuer im Schacht. Wenn du aus Kipo kommst, musst du den Ball auch haben. Ne? Das sagt ja gerade der Holländer, und er hat recht. Wäre ich nicht für eine der Mannschaften, würde ich sagen, schönes Hin und Her. Ne? Okay, Elfer gibt er heute nicht mehr. Schon geil, wenn man das alles hört, was da im Stadion gerufen wird. 1-1, 1-1 ruft der einer. Und will ich den Spielstand auf das Spielfeld rufen, sondern Zwigala dazu animieren, in den Zweikampf zu gehen. Sehr schön. Wir haben den langen Pfosten besetzt, auf der Linie geklärt. Eieieiei. Was war das denn? Jerry, mit einem Strahl oben rechts ins Eck. Im Fernsehen würden wir sagen, dieselbe Szene, ungeschnitten. Erst auf der Linie geklärt von Becker und dann von Jerry aus 22 Meter abgezogen, im Strahl ins rechte Eck. Unhaltbar. 2-1 für St. Pauli.
Und der holländische Kommentator auf ESPN 4 Live sagt, ist lecker, ne? Ist lecker, ne? Wow, Traumtor, twittert Christian, unser Mitpodcaster. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Zu was erzählen wir im nächsten Podcast? Okay, in der Zeitlupe kann man sehen, die letzten beiden Tore gehen eindeutig auf beide Torhüter. Warum hat er zu kurze Arme, der Herr aus Bochum, oder was? Binatelli ist ja so wichtig, auch mal mitten rein in den Angriff mal stoppen durch einen Foul. Dann kriegt er auch kein Gelb. Der Schiedsrichter steht da irgendwie drauf. Es ist immer einer da, der die ganz wichtigen Zweikämpfe im Pressing gewinnt. Wenn das mal zweimal in die Hose geht, dann ist Holland offen. Willi und Markus haben Angst, hier mit Sprache zu podcasten. Deswegen lese ich mal ihre Kommentare vor. Willi kommt gar nicht zum Kochen. So spannend ist das. Hin und her, hin und her, hin und her. Vorsicht bei dem Zwiebelschneiden, Willi. Missverstand heißt das auf Holländisch. Und ist super zweideutig. 2:2, kurz vor der Halbzeit. Ja, zwei Fehler hinten, zwei Tore Bochum. Tja, so kann das gehen. Zweiter Bock Stojanovic, wenn man mal ganz, ganz genau ist. Markus postet in unserem Chat, wir haben wieder ein Torwartproblem. Markus, vielen Dank. Du bist fast der bessere Boulevard-Headline-Schreiber, als ich es bin. Nicht schlecht. Zur Halbzeit, super Spiel. Zwei Fehler, zwei Tore. Wenn wir die jetzt noch abstellen, dann wird das was mit dem Heimsieg gegen den VfL Bochum. Mike Lindemeyer twittert gerade, Himmelmann reißt sich gerade einen halben auf. Aber trotzdem muss ich Christian recht geben, wenn er twittert, Schuller baut da was. Man sieht irgendwie seit drei Spielen, dass da irgendwas entsteht, was sehr, sehr, sehr schön sein kann. So steigt Bochum auf, twittert Willi. Und wir nicht ab, ergänzt er dahinter. Willi macht das richtig und verlegt das Essen in die Halbzeitpause. Guten Appetit. Ich hoffe, du hast dir nicht in den Finger geschnitten beim Herrichten. Und im Stadion läuft noch Antifa-Hooligan. Come on, come on. Also müsst ihr gleich mal wieder aufs Feld kommen, würde ich sagen. Es wäre echt eine Schande, wenn Salazar und Mamouche ein Jahr bei St. Pauli spielen, respektive ein halbes, und wir nicht einmal ein volles Stadion erleben, oder? Das wäre so bitter. Na 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 na. Zander für Zwiegi auf der rechten Seite. Der soll die rechte Seite zumachen. Da kam zu viel durch, sagt Willi. Der Boden ist schwer und das ist die 48. Minute und ich habe das Gefühl, die sind schon ein bisschen körnerlos, die Jungs, oder? Was seht ihr? Freistoß St. Pauli ist wie ein Elfmeter in dieser Saison. Mamouche vom eigenen Mann dahin gestreckt. Und fast ein Eigentor nach dem Freistoß von Salazar kam nicht so richtig an. Der arme Mamouche muss aber echt einstecken heute, du mein lieber Scholli. Mamouche wird echt mein Liebling neben Djere, muss ich sagen. Wie die um die Bälle fighten, auch hinten im Mittelfeld. Wundervoll mit anzusehen. Hat er die gelbe Karte vergessen oder was ist da los? Sag mal, langsam muss Bochum mal eine kriegen. Ja, auch der holländische Kommentator bemerkt, St. Pauli geht die Präzisi so ein bisschen ab in der zweiten Halbzeit. Ob das eine taktische Umstellung ist, jetzt nicht mehr spielerisch lösen, sondern lang und weit. Nach 55 Minuten lässt die Kraft da deutlich nach. Ach du Scheiße, Burgsteller, was war denn das für ein dummerhaftiges Foul? Sie spielen ihre Chancen nicht mehr zu Ende. Völlig überhastet und kraftlos auf der rechten Seite eine Flanke direkt zum Torwart. Also eher eine Rückgabe. Fabian Boll macht sich Sorgen um St. Pauli. Habe ich heute im Podcast beim Hamburger Abendblatt gehört. Das ist der neue Uwe Seeler. Uns Fabian macht sich Sorgen. Paccarada heute mit einer 1A Zweikampfquote. Immer die ganz wichtigen im Spielaufbau von Bochum weggegrätscht. So, jetzt aber, Djere, irgendwas Schönes. Mamouche macht es wieder wie Robben. Zieht von außen nach innen, aber verzieht leider nach oben. Ah, wundervoll. Das hätte es gewesen sein müssen. In der ersten Halbzeit war St. Pauli die Mannschaft der zweiten Bälle. Jetzt langsam kommt es wieder. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt gibt St. Pauli wieder Gas. Jetzt kommt die zweite Luft, wie Willi sagen würde. Um den Punkt müssen wir aber echt kämpfen, sagt Willi. Bochum aber auch, antworte ich. Ich habe gelesen, dass Schnaps gegen Corona helfen soll. Jetzt werde ich erstmal
Für die zwei Tore, die wir geschossen haben, werde ich erstmal einen Schnaps trinken. Oh nein, das ist auch noch so ein Dudelschuss, abgefälscht von Bubala, unhaltbar ins Tor. Tja, Willi hat eben gesagt, die nächste Aktion entscheidet und das wird jetzt ganz schwer. Ich trinke jetzt trotzdem Schnaps, für die Boys im Braun. Mann, Mann, jetzt macht Bochum das aber gut und lässt es laufen und macht schön die Mitte zu. Jetzt müsste mal was werden. Zu Ende spielen bitte, einmal bitte, komm. Einmal in der zweiten Halbzeit zu Ende spielen, aufs Tor schießen gefährlich, bitte. Gegen Bochum brauchst du zwei von solchen Halbzeiten. Das ist echt krass. Boah, ist der Schiri schlecht, ey. Der bestimmt per Funk nochmal, ey, das war ein Foul, Digi, pfeif mal. Wildes Getümmel im Bochumer Strafraum, 70. Minute. St. Pauli hat in der zweiten Halbzeit noch nicht einmal auf das Tor von Reimann oder wie der auch heißt geschossen. Deswegen kommt jetzt wer? Wildes Getümmel im Bochumer Strafraum, 70. Minute. St. Pauli hat in der zweiten Halbzeit noch nicht einmal auf das Tor von Reimann oder wie der auch heißt geschossen. Deswegen kommt jetzt wer? Leon Flach für Becker und Aremu für Benatelli. Jetzt tut es den Bochumern weh, würde ich sagen. Früher hat Stani immer gesagt, wenn ich dem Gegner wehtun wollte, dann habe ich Schulle eingewechselt. Jetzt sagt Schulle, wenn ich dem Gegner wehtun will, dann wechsle ich Aremu ein. Wären wir jetzt im Stadion, würden wir das brüllend kompensieren und singend, will ich noch dazu sagen. Das fehlt der Mannschaft schon, glaube ich, twittert Christian. Und ich glaube es auch sehr, 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 sehr. Und so einen Tweet kann nur er schreiben. Ja, irgendwie noch undosiert, die neuen braun-weißen Elixiere der Virtuosität. Virtuos waren sie in der ersten Halbzeit, das waren sie. Und der Boden war tief und nass und feucht und morastig. So gar nicht einladend zur Virtuosität. Jetzt muss gekniffen und gefeitet werden. Und da wird auch in die Haxen gehauen. Und mal gucken, ob wir noch den einen oder anderen schönen Pass haben. Aber Bochum fängt das leider im Moment alles sehr schön ab und spielt schön weit aus wie außen, zieht uns auseinander, spielt in die Abwehr, in den Rücken der Abwehr und schießt. Ah, das ist alles leider sehr gut, was Bochum da gerade macht. Was wir heute nicht machen, kontern im eigenen Stadion, zumindest nicht in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das war Oke, der da gerufen hat, Kofi, weiter! Ich erwarte einen Dreifachwechsel jetzt in den nächsten 2, 3 Minuten. Die müssen mal frische Kraft auf den Platz kriegen. Und man merkt, wie wichtig Becker für unser Aufbauspiel ist inzwischen. Boah, sind die inzwischen alle weit weg von ihren Gegenspielern. Suli oder wie der heißt, der hätte fast das 4 zu 2 geschossen in der 79. Minute. Oh, schade. Kurs vor Burgstaller wird geklärt. Das wäre es gewesen. Marquinhos macht noch eins oder legt eins vor. Simon Zoller ist so ausgepumpt wie nach einem 10-Kilometer-Lauf. Immerhin, das haben wir heute geschafft. Bochum an seine Grenzen gebracht. Krass, das abgefälschte 3 zu 2 ist vom Kicker als Eigentor gewertet worden. Das ist hart. Alter, Salazar muss auch. Kann er noch einmal wechseln? Aber auch da gibt er keine Gelbe. Krass, dieser Schiedsrichter. Mit offener Sohle rein da in den Mann an der Eckfahne der Bochumer. Nein, bitte, 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 sagt Salazar und kriegt doch kein Gelb. Weiter, St. Pauli wird auf unserer Tribüne gerufen und ich glaube, ich bin mir fast sicher, das ist Oki, ich erkenne seine Stimme. Weiter, St. Pauli wird ja auch gerufen in meinem Arbeitszimmer, während ich Holländern beim Kommentieren zuhöre. Bochum hat jetzt ganz viel Zeit und ängstlich werden die Wechsel gewechselt. Aber habe ich richtig mitgezählt und es gab nicht einen einzigen Torschuss von St. Pauli in der zweiten Halbzeit, zumindest keinen gefährlichen. Marquinhos auf Burgstaller, ach nee, doch nicht. Abpfiff und ja, das Spiel haben wir in der zweiten Halbzeit verloren, aber ich habe sie trotzdem lieb, sehr lieb sogar. Gegen dieses Bochum kann man mal verlieren. Herzlichen Glückwunsch vor allem an Herrn Gehlhaus, den haben wir ja auch nicht richtig verabschieden können. Und wenn diese 3 Punkte helfen, dass Kiel noch in der zweiten Liga bleibt, das würde mich ja noch freuen am Ende. Wir steigen so auf gar keinen Fall ab. Gute Nacht an euch alle, die Schiederbüdels. Ein echtes Liebhaberspiel. Wir haben sie echt lieb jetzt, ne? Und können es ihnen gar nicht sagen im Stadion, würden wir es ihnen sagen. Und ein krachendes You Never Walk Alone haben sie sich auch verdient heute. When you walk through the storm,
Keep your hand up high. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Jungs. Bis später einmal. Das ganze Stadion, das ganze Stadion. Neunte über 10, St. Pauli verkratzt. St. Pauli Pop.